Züge stehen in der Bahnhofshalle. Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. Bitte eine Karte zweiter Klasse. Bitte eine Karte zweiter Klasse. Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Die Gepäckträger laufen hin und her. Die Gepäckträger laufen hin und her. Der Schaffner ruft: Einsteigen, bitte einsteigen. Der Schaffner ruft: Einsteigen, bitte einsteigen. In 5 Tagen bin ich zurück. In 5 Tagen bin ich zurück. Wir laufen gern Ski. Wir laufen gern Ski. 14. Lehrstück. Das billige Mittagessen. Nach Johann Peter Hebel. Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. Nachher forderte er dafür auch einen Rindsbraten, Gemüse und eine Nachspeise. Der Wirt fragte höflich: Wünschen Sie auch ein Glas Wein? Ja, bitte, sagte der Gast. Ich bin sogar sehr durstig. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Nach dem Essen zog der Gast 5 Pfennig aus der Tasche und sagte: Hier, Herr Wirt, ist mein Geld. Was soll das heißen? Fragte der Wirt. Sie sind mir doch 4 Mark schuldig. Wofür denn? Fragte der Gast. Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für 4 Mark Essen verlangt, sondern für mein Geld. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. Es ist aber Ihre Schuld. Sie sind ein Schalk, erwiderte der Wirt. Sie haben eigentlich etwas anderes verdient, aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch 4 Mark dazu. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar, dem Bärenwirt, und machen Sie es ihm ebenso. Der Gast nahm lächelnd das Geld, ging zur Tür und sagte: Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen, und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. Guten Abend. Encodata, in Rhythm normal. 14. Lehrstück. Das billige Mittagessen. Nach Johann Peter Hebel. Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. Nachher forderte er dafür auch einen Rindsbraten, Gemüse und eine Nachspeise. Der Wirt fragte höflich: Wünschen Sie auch ein Glas Wein? Ja, bitte, sagte der Gast. Ich bin sogar sehr durstig. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. Nach dem Essen zog der Gast 5 Pfennig aus der Tasche und sagte: Hier, Herr Wirt, ist mein Geld. Was soll das heißen? Fragte der Wirt. Sie sind mir doch 4 Mark schuldig. Wofür dann? Fragte der Gast. Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für 4 Mark Essen verlangt, sondern
für mein Geld. Sie haben mir zu viel dafür gegeben. Es ist aber Ihre Schuld.« »Sie sind ein Schalk«, erwiderte der Wirt. »Sie haben eigentlich etwas anders verdient, aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch 4 Mark dazu. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar, dem Bärenwirt, und machen Sie es ihm ebenso.« Der Gast nahm lächelnd das Geld, ging zur Tür und sagte: »Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen, und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. Guten Abend.«